Zeit davon. In den Verhandlungen mit den Gläubigern geht's nicht vorwärts. Das Land steht vor dem Bankrott. In 2 Wochen läuft das Hilfsprogramm der internationalen Geldgeber aus. Die griechische Regierung hätte dann kein Geld mehr, um Renten oder die Löhne der Staatsangestellten zu bezahlen. Morgen kommt es in Luxemburg beim Treffen der Eurofinanzminister zu einem nächsten Anlauf. Zeichnet sich auch nach diesem Treffen keine Lösung ab, so wird eine radikale Lösung immer wahrscheinlicher. Der Grexit, der Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Der Hamburger Ökonom Heiner Flassbeck ist ein erklärter Gegner eines Grexits. Er sieht nicht nur die griechische Regierung am Zug, sondern verlangt auch von den Geldgebern Geduld und Augenmaß. Heiner Flassbeck ist jetzt Gast von Marc Lehmann. Das Tagesgespräch. Griechenland in der Nachspielzeit, die letzte Chance, Anpfiff zum Finale, so lauten die Schlagzeilen der letzten Tage. Man glaubt, sie schon oft gelesen und gehört zu haben. Heiner Flassbeck, haben Sie noch die Übersicht von der wievielten letzten Chance reden wir? Nein, ich versuche das auch gar nicht. Das bringt auch nichts. Ich halte diesen ganzen Ansatz für falsch. Auch diese Art der Verhandlungen halte ich für falsch. Von vornherein hat man sich sozusagen auf Positionen begeben, von denen man jetzt nicht mehr herunterkommt. Auf beiden Seiten. Die Geldgeber, also Deutschland und die Troika, die sogenannte Troika, haben von Anfang an darauf bestanden, dass Programme fortgeführt werden, also die sogenannten Reformen, die Strukturreformen, die erwiesenermaßen falsch waren und katastrophale Ergebnisse gebracht haben für Griechenland. Syriza hat einen richtigen Punkt. Syriza hat gesagt, das kann nicht sein, dass wir jetzt nochmal die falsche Medizin schlucken und wieder 4-5 Jahre krank werden. Aber den eigentlichen Punkt, den man braucht, jetzt, um aus dieser Krise herauszukommen, nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa, aber besonders in Griechenland, nämlich, dass man eine positive Impulse setzen muss für die Länder. Man muss den Ländern Luft zum Atmen geben, sodass sie anregende Programme machen können für die Wirtschaft. Anders geht das nicht. Es gibt keinen Aufschwung, der so vom Himmel fällt. Und das wird auf beiden Seiten, glaube ich, nicht sehr klar gesehen. Wir sind mitten im Thema drin, schon bei den Lösungen eigentlich. Ich möchte Schritt für Schritt gehen, Herr Flassbeck. Vielleicht auch jetzt, wenn wir bei diesen letzten Chancen noch bleiben in der Griechenland-Krise, da sind ja eben schon viele Fristen verstrichen. Jetzt morgen gibt es das Treffen der Finanzminister in Luxemburg, eine Woche später dann der EU-Gipfel in Brüssel. Ist das auch wieder so ein Treffen der letzten Chance? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, letzte Chance für was? Da geht es um ein Land. Da geht es nicht um ein Unternehmen, was jetzt vom Markt verschwindet. Es wird immer so leicht gesagt, Griechenland geht bankrott. Was ist das denn? Die Menschen sind immer noch alle da. Was bedeutet das denn? Griechenland bezahlt dann seine Schulden nicht mehr ab, aber es muss ja weiter existieren. Es muss ja auch dann eine Lösung gefunden werden, bei der dieses Land als Demokratie, als normales Land weiter existieren kann in der Europäischen Union. Insofern, wie gesagt, diese ganze Rhetorik von der letzten Chance oder so ist im Grunde unglaublich unangemessen angesichts der Situation, dass es um ein paar Millionen Menschen geht und deren Schicksal, da haben letzte Chancen überhaupt nichts zu suchen. Fakt ist, dass das Hilfspaket ausläuft am 30. Juni und dass Griechenland verpflichtet ist, Rückzahlungen zu leisten, Zinszahlungen dann im Juli. Woher soll Griechenland das Geld nehmen? Na, Griechenland hat das Geld nicht, das ist ziemlich klar. Sie haben jetzt zusammengekratzt, was noch da war. Aber die wirtschaftliche Lage hat sich ja weiter verschlechtert. Und das ist nicht die Schuld von Syriza, sondern sie war die ganze Zeit schlecht und es ist einfach schlecht geblieben. Nur Syriza konnte ja nichts tun, um die Lage zu verbessern. Man hat ihnen ja genau keine Möglichkeit gegeben. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Man braucht positive Impulse. Nur woher sollen die kommen? Die fallen ja nicht vom Himmel. Die kommen weder von den Reformen. Wenn man jetzt Griechenland die Korruption bekämpft, ja, dann braucht man 20 Jahre, um erfolgreich zu sein. Das bringt nichts. Wenn man Katasterämter einführt, das bringt überhaupt keinen Impuls. Und all dieses Zeug, was da erzählt wird, nein, wir brauchen ganz konkreten Nachfrageimpulse. Es muss der griechische Staat in die Lage versetzt werden, Geld auszugeben für Menschen oder für Projekte, für Investitionen, was auch immer. Denn die Privaten werden es sicher nicht ausgeben. Und eine Wirtschaft, die weiter stagniert oder noch weiter in den Keller fährt, aus der kann man auch nichts rausholen. Aus der kann man auch keine Schuldenrückzahlung rausholen. Und diesen Ansatz, den müsste man langsam begreifen. Ich hoffe, dass es noch in letzter Sekunde passiert. Aber es gibt ja Rettungsbemühungen seit jetzt 5 Jahren, seit 2010. Ein Debakel, wie Sie selber sagen. Griechenland hat aber Hilfskredite in der Höhe von
200 Milliarden bekommen, diese Schulden sind jetzt ausstehend. Wo ist das Geld denn eigentlich hingeflossen? Naja, das Geld ist natürlich nicht nach Griechenland geflossen, das ist ja inzwischen bekannt, sondern das ist natürlich an die Gläubiger geflossen. Das ist auch zunächst unproblematisch, es ist immer so, wenn ein Land in Zahlungsschwierigkeiten ist, dann werden die Gläubiger bedient, sodass das Land eben nicht zahlungsunfähig wird, obwohl Griechenland ja einen Schnitt sogar gemacht hat, auch der hat nichts geholfen, einen Schuldenschnitt gemacht hat, aber in der Tat, das Geld ist nicht nach Griechenland geflossen sozusagen, sondern es ist zu den deutschen, französischen Banken und anderen geflossen, die griechische Staatsanleihen gehalten haben. Aber das wissen alle. Trotzdem muss ich zurückkommen zu meinem Punkt. Was alle überhaupt nicht begreifen, ist, dass man wirklich jetzt Geld in diesem Land die Möglichkeit geben muss, Geld auszugeben, in dem Sinne, dass sie positive Nachfrageimpulse setzen können. Aber Geld, ohne das geht es nicht. Herr Vlasberg, Geld ist ja nicht nur an die ausländischen Banken geflossen, sondern ist ja doch auch ausgegeben worden in Griechenland, um eben den Lebensstandard finanzieren zu können. Selbst Finanzminister Varoufakis sagt da, dass Geld in ein schwarzes Loch geflossen ist. Also um den Lebensstandard zu sichern, weil Griechenland eben ein hohes Leistungsbilanzdefizit hat und diesen Lebensstandard nicht selber sichern kann. Ja, der Lebensstandard ist da, glaube ich, mit sehr wenig Geld, ist nur direkt zum Staat geflossen. Ich weiß nicht, was Varoufakis meint mit seinem schwarzen Loch. Es ist sehr wenig Geld unmittelbar zum Staat geflossen. Das meiste war zur Sicherung der Gläubiger. Wie gesagt, das ist auch völlig normal, das beklage ich gar nicht. Aber man soll da nicht so tun, als habe man sozusagen dem Land unmittelbar geholfen mit diesen Geldern. Das hat man natürlich nicht. Was man gleichzeitig aber getan hat, man hat ja unglaubliche Schäden angerichtet. Die Art der Politik, und auch darüber muss man diskutieren, da wird eben nicht drüber diskutiert, die Art der Politik war falsch. Es ist falsch, in einer Rezession die Staatsausgaben zu kürzen, also diese berühmte Austeritätspolitik zu machen. Das weiß inzwischen fast jeder halbwegs aufgeklärte Ökonom dieser Welt. Und es ist vollkommen falsch, was auch von den meisten Ökonomen immer noch übersehen wird, die Löhne zu kürzen. Griechenland hat stärker die Löhne gekürzt als irgendein anderes Land in den letzten 80 Jahren, also seit Ende der großen Depression des letzten Jahrhunderts. Und was war das Ergebnis? Man hat die Löhne gekürzt, man hat erwartet, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Und was passiert? Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Man wollte die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ja, man wollte sie stärken, aber man hat nicht begriffen, dass man dabei den Binnenmarkt zerstört. Man kann die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft nicht einfach durch Lohnkürzung stärken, sondern man zerstört dadurch den Binnenmarkt. Griechenland hat ein Verhältnis von Export zu Binnenmarkt von etwa 25-75%. Wenn Sie die Löhne kürzen, zerstören Sie auf dem Binnenmarkt viel mehr, als Sie über Wettbewerbsfähigkeit gewinnen können. Außerdem war die Lücke Griechenland, Deutschland etwa so groß, dass sie immer noch nicht geschlossen ist, trotz der 30% Lohnkürzung. Auch darüber müsste man natürlich reden, warum es überhaupt so eine große Lücke gibt, ist ja auch Deutschlands Schuld. Aber lassen Sie zurückkommen zu dem griechischen Punkt. Und hier war die Politik fundamental falsch. Wenn Sie anschauen, die Prognosen der Troika, des IWF, des Internationalen Währungsfonds, für die vergangenen 5 Jahre, wo das ja alles Wort für Wort sozusagen von der Troika diktiert wurde, es war ja nicht griechische Regierung, machen wir uns nichts vor, in Wirklichkeit wurde das diktiert von der Troika, in all diesen 5 Jahren waren alle Prognosen immer viel zu optimistisch, es ist immer viel schlimmer gekommen, als man erwartet hat, weil das einfach nicht auf der Agenda sozusagen steht, weil es nicht in den Vorstellungen dieser Troika-Leute existiert, dass man, wenn man die Löhne kürzt, die Arbeitslosigkeit steigt und nicht sinkt. Aber ist es ein ganz falscher Flashback, wenn man sagt, dass die Rettung auch nicht erfolgreich war, weil die Griechen eben zu wenig konsequent die Strukturreformen umgesetzt haben? Also beispielsweise die ganze Rentenfrage, dass halt noch viel zu viele Menschen zu früh in Rente gehen können. Die Strukturreformen sind Strukturreformen. Strukturreformen kann man machen. Strukturreformen sind aber keine Hilfe, um ein Land wettbewerbsfähig zu machen in relativ überschaubarer Zeit. Strukturreformen sind überhaupt keine Hilfe, um ein Land aus einer Rezession herauszuführen. Strukturreformen macht man über 10, 20 Jahre und jedes Land muss es auch nach seinem eigenen Gusto machen in gewisser Weise. Wenn man anfängt, diese Dinge im Detail vorzuschreiben, geht es vollkommen in die Hose. Was ist eine Währung, seine Union. Wir haben ja eine Währungsunion. Währungsunion heißt, jedes Land hat sich an seine Verhältnisse anzupassen und vor allem mit den Löhnen an seine Produktivität. Da hat Griechenland überzogen. Griechenland hat zu hohe Löhnensteigerungen im Verhältnis zur Produktivität gehabt. Aber es gab andere Länder, die haben auch etwas falsch gemacht. Vor allem Deutschland. Deutschland hat unterzogen. Deutschland hat zu geringe Lohnsteigerungen im Verhältnis zu seiner Produktivität gehabt. Und dadurch ist diese Lücke entstanden. Nur wir reden immer nur über den einen Fall, aber dass Deutsche unter den Verhältnissen leben, wird vollkommen ignoriert, wird vollkommen
abgelehnt, da überhaupt einen Punkt draus zu machen. Aber das trifft, Herr Flassberg, müsste sich denn Deutschland quasi selber unattraktiver machen? Also müsste schauen, dass die Wettbewerbsfähigkeit nachlässt, sozusagen. Ja, sehen Sie, das ist eben eine falsche Diskussion. Was heißt unattraktiver machen? Deutschland hat sich künstlich attraktiv gemacht. Es gab politischen Druck auf die Löhne. Es war nicht die höhere Produktivität in Deutschland. Etwa im Vergleich zu Frankreich gibt es keine höhere Produktivität. Die Produktivität absolut gesehen ist höher in Frankreich als in Deutschland. Der Zuwachs der Produktivität war in Frankreich genauso hoch wie in Deutschland. Und Frankreich hat trotzdem ein Problem, obwohl sie die Löhne nur vernünftig erhöht haben, entsprechend der Produktivität. Warum? Weil in Deutschland ein massiver Druck ausgeübt wurde auf die Löhne und man dadurch Frankreich unterboten hat. Und jetzt gibt es eine Lücke von 20% auch gegenüber Frankreich. So, jetzt kommt die entscheidende Frage. Was macht man? Diese Lücke muss irgendwie geschlossen werden. Darüber sind wir uns ja alle einig. Schließt man diese Lücke von oben nach unten, indem man von Frankreich verlangt, die Löhne um 20% zu senken, dann werden wir das gleiche Katastrophe wie in Griechenland erleben. Und ich kann Ihnen vorhersagen, wer dann im Oktober 2017 Präsidentin in Frankreich wird. Oder begreifen wir, dass Deutschland überzogen hat mit seiner Subventionierung der Exporte. Deutschland muss die Löhne erhöhen. Die anderen müssen sie ein bisschen weniger erhöhen, sodass es keine Deflation gibt. Aber was wir jetzt verlangen, ist ein rein deflationäres Programm. Und wie gesagt, wenn wir das auf Frankreich, aber wir müssen es auch auf Italien ausdehnen, Italien ist, hat eine noch größere Lücke gegenüber Deutschland. Wenn wir es auf Frankreich und Italien ausdehnen, ist Europa tot. Aus politischen Gründen, weil niemand das mitmachen wird. Weder in Italien noch in Frankreich wird die Demokratie mitmachen, dass man die Löhne um 20% senkt. Also, und deswegen muss man korrigieren, da wo der entscheidende Fehler gemacht wurde, und das war in Deutschland mit seinem massiven Unter die Verhältnisse leben. Deutschland hat unter den Verhältnissen gelebt, Griechenland aber auch über den Verhältnissen. Natürlich. Und jetzt gibt es viele, die sagen, weitere Hilfsprogramme, weiteres Geld nach Griechenland pumpen dieses Fass ohne Boden. Das bringt nichts, besser ein Ende mit Schrecken. Auch Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble glaubt nicht mehr an ein gutes Ende. Wird damit der Grexit wahrscheinlicher? Der Austritt Griechenlands aus dem Euro? Ja, machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlicher wird vielleicht irgendetwas, ein chaotisches Ergebnis, nur was das am Ende genau ist. Man tut so, als sei Grexit, jetzt Griechenland steigt aus und dann sei alles gut. Das ist ja ein unglaublich komplizierter Prozess und es ist ein unglaublich schwieriger Prozess. Und die größte Schwierigkeit dabei ist, dass man in einem solchen Prozess, wenn man eine neue Währung einführt, was man ja auch nicht über Nacht kann, dazwischen gibt es Kapitalflucht und Panik und Bankrun und ganz fürchterliche Dinge, das muss man erstmal alles in den Griff bekommen. Es gibt eben die sagen, man könne das zum Beispiel an einem Wochenende durchziehen, das Euro-Preisschild durch ein neues Drachme-Preisschild ersetzen und dann die Kapitalabflüsse kontrollieren. So einfach, wenn es so einfach wäre, wir haben für die Euro-Umstellung 2 Jahre gebraucht, also man kann nicht über Nacht eine neue Währung einführen, man kann alle möglichen Maßnahmen machen, wie gesagt, es wird in Chaos und ganz vielen schrecklichen Dingen enden, aber nehmen wir mal an, es würde gemacht und es würde eine neue Währung eingeführt. Das größte Problem, was niemand diskutiert, was aber das zentrale Problem ist, ist, dass man diese neue Währung irgendwo stabilisieren muss. Die fällt erstmal auf den Märkten ins Unendliche. Nur Griechenland braucht keine Abwertung ins Unendliche, sondern 20-30% vielleicht. Wer hilft den Griechen dann, diese Währung zu stabilisieren? Das müsste wieder Europa machen. Europa müsste sich bereit dazu erklären, zu sagen, wir machen einen kontrollierten Ausstieg. Wir helfen euch bei jedem einzelnen Schritt aus diesem Ausstieg und dann könnt ihr eure eigene Währung wieder einführen. Darüber redet aber niemand. Aber diese Kosten nicht eher kalkulierbar, also letztlich vielleicht doch billiger als diese ewige, unendliche Retterei, dass man sagen würde, okay, wir helfen euch für einen kontrollierten Ausstieg. Wie gesagt, die unendliche Retterei wird aber auch die Wettbewerbsfähigkeit mal steigen. Die unendliche Retterei ist ja falsch und fundamental falsche Politik, haben wir schon diskutiert. Ich bin insofern auch offen, wenn man die Bedingungen schaffen würde für einen Ausstieg Griechenlands, dann wäre ich damit bereit, darüber nachzudenken. Aber machen wir uns nichts vor, wenn es gelingt, ist Europa auch am Ende. Wenn dieser Ausstieg gelingt und Griechenland durch eine Abwertung schafft eine Rückkehr auf die Weltmärkte, bringt eine positive wirtschaftliche Entwicklung zustande, im Dezember wird in Spanien gewählt. Was glauben Sie, was dann passiert? Im Grunde will gar niemand. Der Euro, niemand. Der Euro am Ende und nicht Europa. Ja. Nein, der Euro wäre Europa hinterher, kurz danach. Also Frau Merkel sagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Sie sehen das auch so? Ja, das sehe ich auch so, natürlich. Der Euro ist das Krönungsprojekt dieser Europäischen Union. Und wenn das scheitert, wenn es so kläglich scheitert, scheitert ja kläglich, kläglichst an einem ganz kleinen Land, was ganz unwichtig ist, weil wir vollkommen unfähig sind, die wirklichen Probleme zu diskutieren. Das ist schon extrem kläglich. Also wenn es so kläglich scheitert, dann ist Europa am Ende. Wie gesagt, Italien will 2016, glaube ich,
Frankreich wählt 2017. Überall stehen rechte nationalistische Parteien bereit. Die sind ja nicht wie Syriza. Syriza ist ja eine proeuropäische Partei. Die Parteien, um die es dann geht, sind explizit antieuropäisch und die werden so reüssieren, dass sie vielleicht sogar die Regierung stellen oder jedenfalls blockieren, dass diese Länder noch vernünftig regiert werden können, und auch dann ist es schnell vorbei. Also Sie denken, wenn Griechenland mal aussteigt, dann haben auch andere kein Interesse, ihre harten Reformen durchzuziehen und würden dann auch austreten. Ist das wirklich zu erwarten? Wäre das dann nicht eher ein Signal, wie das vielleicht auch der Finanzminister Schäuble meint, dass wenn eben mal die Zügel bei Griechenland angezogen werden, Griechenland sozusagen aus der Währungsunion ausgeschlossen wird, dass das auch ein Warnsignal für die anderen Euro-Mitglieder sein könnte und die sich dann eben anstrengen, um im Verbund zu bleiben? Ja, das kommt auch an, was passiert. Wie gesagt, wenn Griechenland wie Phönix aus der Asche dann aufsteigt, dann werden sich andere überlegen, ob sie sich diese Reformen antun, die Reformen, die ja gar nichts bringen, die ja gar nicht erfolgreich sind. Man, wenn das ja alles sinnvoll und richtig wäre, dann hätten sie sicher recht. Aber es ist ja alles, und das wissen ja inzwischen viele Leute, schauen Sie die angelsächsische Welt an, fast jeder Ökonom der angelsächsischen Welt weiß das. Auch in Frankreich wissen es viele, in Italien beginnen es viele zu begreifen. Diese ganzen Reformen sind ja gar nicht zielführend, ist ja gar nicht der Weg hin zu einer aus der Rezession heraus. Wir sehen, ganz Europa ist jetzt 6 Jahre in der Rezession. 6 Jahre Rezession in ganz Europa. Italien ist in einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Frankreich ist auch schlecht. Deutschland ist auch nicht viel besser. Deutschland stagniert vor sich hin. Es hat vielleicht dieses Jahr wieder ein bisschen Wachstum. Aber das ganze deutsche Wachstum ist erkauft mit über 200 Milliarden Schulden in diesem Jahr im Ausland. Deutschland braucht unendlich viele Schulden, neue Schulden jedes Jahr im Ausland, damit es überhaupt existieren kann. Und das ist kein Entschuldigung, das ist keine tragbare Situation. Ja. Herr Flassbeck, ich muss Sie unterbrechen. Wir haben eine dringende Verkehrsmeldung. Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Heiner Flassbeck. Wir haben es vom Grexit, vom Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Flassbeck, habe ich so durchschimmen gehört, dass es nicht auszuschließen wäre, dass Griechenland eben mit einem Austritt sich durchaus gesund stoßen könnte, weil eben eine billige eigene Währung eine gute Starthilfe wäre, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Ja, aber wie gesagt, unter Voraussetzungen, die derzeit überhaupt nicht gegeben sind. Ein kontrollierter Ausstieg mit umfangreichender Unterstützung der Europäer wäre durchaus möglich. Das ist sicher richtig. Nur, ich glaube, die Europäer wollen das gar nicht. Niemand will es, weil sie dieses Beispiel fürchten. Es könnte aber auch anders kommen. Das Risiko eines solchen Szenarios ist unglaublich groß. Wenn die Regierung versagt, wenn man nicht in der Lage ist, in dieser Situation, wo man aussteigt, das administrativ auf die Reihe zu kriegen, wenn man nicht die Unterstützung der anderen europäischen Länder hat, dann kann so etwas auch explodieren oder implodieren. Dann hat man plötzlich sozusagen ein Failed State, einen unregierbaren Staat in der Mitte Europas. Das wäre der größte anzunehmende Unfall. Und insofern ist es ein extrem risikoreiches Szenario. Und deswegen sollte man nicht einfach so leicht und locker über den Grexit reden. Die Griechen treten jetzt mal aus und dann ist alles gut. Das tue ich auf keinen Fall. Ich sage, es gibt eine Möglichkeit, wie man das tun kann. Nur wenn es gelingt, wenn man das vernünftig tut, wie gesagt, dann werden sich Spanien und Portugal bald überlegen, ob sie nicht folgen. Und Italien wird es dann ein Jahr später tun. Das könnte ja vielleicht auch ein temporärer Austritt sein. Also dass Griechenland sich jetzt zuerst mal reformiert und dann, wenn die Verhältnisse wieder stabil sind, dem Euro wieder beitritt. Ja, sehen Sie, das halte ich für eine grandiose Illusion. Wir müssen dann wieder zurückkommen auf die Ursachen dieser Euro-Krise. Wenn nicht die gesamte wirtschaftspolitische Konzeption im Euroland geändert wird, müsste jedes Land verrückt sein, wenn es wieder zurückkommt. Das hat ja nun inzwischen fast jeder begriffen. Und das betrifft wieder in erster Linie Deutschland. Wenn Deutschland nicht von seinem Modell runterkommt, dass es jedes Jahr über 200 Milliarden Schulden im Ausland braucht, egal wo, immer noch 60, 70 in Europa, aber den Rest das andere im Rest der Welt. Wenn Deutschland von diesem Schuldenwahn nicht runterkommt, dann geht es sowieso nicht. Man kann nicht auf Dauer darauf hoffen, dass immer die Ausländer die Schulden machen. Deutschland sind sie alle stolz, Deutschland macht keine Schulden. Frau Merkel sagt, wir wollen Wachstum ohne Schulden, aber es ist eine glatte Lüge. Deutschland hat Wachstum mit unglaublich großen Schulden des Auslandes und das ist ein Modell, was aus der Welt ist. Es gilt übrigens auch für die Schweiz in gewisser Weise, dass man nicht einfach mit diesen Leistungsüberschüssen weitermachen kann. Und in der Tat, Sie haben es am Anfang
Anfang gesagt, man muss dann irgendwann Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ja, das ist so. Wenn es eine Währung gäbe, wenn Deutschland noch eine eigene Währung hätte, was würde diese Währung tun? Die würde genau wie der Schweizer Franken aufwerten und dann verliert man Wettbewerbsfähigkeit. Ja, man verliert Wettbewerbsfähigkeit, weil man sie vorher gewonnen hat. Das ist völlig normal. Nur in der Währungsunion ist das alles viel komplizierter. Aber den Prozess, den muss man langsam mal begreifen. Wenn Deutschland es jetzt nicht aus sozusagen eigenem Nachdenken begreift, dann wird ihm dieser Prozess aufgezwungen und dann wird Deutschland lernen müssen, wieder aus eigener Kraft Wachstum zu haben und nicht auf Kosten der Schulden der anderen. Auf Kosten Griechenlands zum Beispiel eben. Zum Beispiel. Welche Lösung, Heine Flassbeck, bieten Sie an für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen? Es muss ja jetzt schnell gehen. Was ist Ihre Vorstellung? Was könnte bis am 30. Juni jetzt zum Beispiel noch geschehen? Naja, ich glaube schon, man wird jetzt das Katastrophenszenario vermeiden. Davon gehe ich mal fest aus. Man wird irgendeinen Kompromiss finden, wobei beide Seiten versuchen, ihr Gesicht zu wahren sozusagen. Aber das ist im Grunde lächerlich angesichts dieser Situation. Aber nehmen wir mal an, das passiert, dann ist das Problem aber nur aufgeschoben. Man wird ja Griechenland eben nicht den Raum geben, den fiskalischen Raum, um seine Wirtschaft anzuregen, sondern wird nur verhindern, dass sie vielleicht nochmal dramatisch kürzen müssen. Das ist dann scheinbar ein Gewinn und Syriza kann das vielleicht als Gewinn verkaufen, aber es ist keine wirkliche Lösung. Und es ist auch keine wirkliche Lösung für ganz Europa. Wie gesagt, ganz Europa ist in einer Rezession. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir auch den Staat brauchen, dass wir hier auch eine staatliche Anregung brauchen, um eine Wirtschaft, die eben privat nicht investiert. Die Deutsche investiert auch nicht privat, aus privatem Anlass. Und obwohl Deutschland doch so unglaublich reformiert hat, es passiert nichts. Bei Nullzinsen wird in Deutschland nicht investiert, um diese Wirtschaft aus der Stagnation herauszuholen. Und das gilt für ganz Europa. Wenn wir nicht begreifen, dass der Staat hier eine Rolle hat und baldmöglichst diese Rolle auch ausfüllen mit einem großen Investitionsprogramm, nicht so lächerlichen paar Milliarden, die Herr Juncker da vorgeschlagen hat, sondern wirklich ein großen Investitionsprogramm, kann ich nur düster sehen für dieses Europa, weil, wie gesagt, wir gehen in Wahlkämpfe, die dann in einigen entscheidenden Ländern dazu führen werden oder können, dass diese Länder quasi unregierbar werden. Und dann ist Europa sowieso auf der Kippe und muss sich ganz grundsätzlich neu orientieren, was aber mit unregierbaren Ländern sozusagen nicht funktionieren kann. Dem Staat eine starke Rolle geben, das will die griechische Linksregierung. Sie kennen die Leute da, Sie haben mit Premierminister Tsipras gesprochen, Sie kennen auch den Finanzminister Varoufakis. Was halten Sie von der Regierung? Ist sie kompetent? Ja, ich will jetzt nicht im Einzelnen auf Kompetenz eingehen. Ich meine, Varoufakis verstehe ich auch viele seiner Äußerungen nicht so richtig. Aber die Grundaussage ist vollkommen klar und eindeutig. Sie sagen, man kann nicht mit dieser Austerität weiterfahren. Und das ist absolut richtig. Das ist vollkommen klar empirisch belegt, dass es falsch war. Man kann sehen, dass die theoretischen Vorstellungen der Troika inklusive der dahinterstehenden Regierung falsch waren. Und hier muss man einer demokratisch gewählten Regierung eine Chance geben. Und muss man unter vernünftigen Menschen in der Lage sein, einzusehen, dass man etwas ändern muss. Und diesen Punkt macht Syriza zu Recht. Und ich glaube, Tsipras ist klug genug, am Ende einen Kompromiss herauszuholen, bei dem er, wie gesagt, gerade sein Gesicht noch wahren kann. Aber ob er die politische Dynamik dann in seinem eigenen Land wirklich in der Hand hat, das ist eine ganz andere Frage. Vor allem dann, wenn man in 3 Monaten dann über das 3. Rettungspaket anfängt zu verhandeln und alles wieder von vorne losgeht. Er zieht es bis zur letzten Minute durch. Spekuliert die Regierung auch darauf, am längeren Hebel zu sitzen, also dass die anderen dann letztlich doch nachgeben werden wieder? Naja, der längere Hebel ist es nicht, ist sozusagen eine Verzweiflungstat. Klar, man kann sagen, so wie ich das ja auch gesagt habe, es besteht die Möglichkeit eines großen Clashs und man spielt darauf, dass die Geldgeber verstehen, dass sie das nicht aus eigenem Interesse nicht haben wollen. Klar, nur wie gesagt, das hilft nicht. Am Ende ist das Ergebnis wird so sein, dass die griechische Wirtschaft weiter stagniert oder vielleicht sogar noch weiter absackt und in 3 Monaten werden wir die gleiche Diskussion wiederführen. Wenn wir nicht in der Lage sind, in Europa in dieser Situation eine grundlegende wirtschaftspolitische Diskussion zu führen über das, was falsch gelaufen ist und das, was in der Zukunft kommen muss, und ich fürchte, wir sind nicht in der Lage dazu, dann kann ich nur schwarz sehen für den Euro und das europäische Währungssystem und leider muss ich sagen, auch für Europa. Keine optimistische Prognose zum Schluss. Heine Flassbeck, besten Dank für dieses Gespräch. Bitte sehr.